Gut, jetzt nehme ich wieder weiter auf. Jetzt können wir den Mahlstrom gehen. Die Schamanen des Dämonenmeisters Dagon überfluten Eden mit dunkler Magie. Die Reiter nehmen sie ins Visier. Wie kann es eigentlich sein, dass wir ein ganzes Kapitel abschließen und trotzdem gewisse Kreatursteine nicht... Kreaturensteine nicht bekommen haben? Weil wir die Kreaturen, denke ich, einfach nicht gesehen haben. Wir haben ja wohl das letzte... gut abgegrast. Was, der schon wieder? Ja, wir sind doch schon wieder in Eden. Dieser Barriere. Seine Schamanen steifen umher und halten sie mit fauler Magie verschlossen. Und es regnet. Findet sie und brecht das Siegel. Magie bewahrt diesen Sturmrufer nicht vor seinem Schicksal. Ich habe gerade aus Versehen Zucker verkippt in meiner Küche. Okay. Bist also krass drauf. Ja. Lass mich raten, der Zucker ist dann aber wahrscheinlich weg das wegen muss die Barriere der 3-Sekunden-Regel, oder? Ja, innerhalb von 3 Sekunden leckt der Hund das weg. Höflich, sie zu entfernen. Wasserwesen. Das ist dein Urteil. Geh doch mal da hoch, ey. Ne, da geht er nicht hoch. Ne, irgendwie. Ich hab's. Und wie? Ich bin hier hoch. Das habe ich auch versucht. Ah, so. Oder auch nicht. Du hast es geschafft und hast dabei noch eine gewischt bekommen. Nur eine kleine. Da ist irgendeine Art Kreis. Ach, das Siegel. Da, ein Schamane. Nicht mehr lange. Stimmt. Wir schicken ihn zum Arbeitsamt, damit er sich einen anderen Job sucht. Ja. Was war Ihre vorherige Bezeichnung? Ich war Schamane. Busfahrer wäre, glaube ich, was für Sie. Ein Siegel weg. Bleiben nur noch 2. Du kannst zählen. Du musst was... Du musst die Gewürzkarabiner haben. Hier ist eine Münze. Wo hinten? Wo ich stehe. Ach, da stehst du. Ich werde im Mahlstrom 25 Mal vom Blitz getroffen. Okay, kann man ja mal machen. Wurde doch gerade schon wieder von einem Blitz getroffen. Ich glaube, das lässt sich einfach. Doch, es lässt sich vermeiden. Oh, hier sind Würmchen. Da rechts das nächste Siegel. Ich
So ein Wurm hat ganz schön viele Seelen. Ja. Dafür, dass er so klein und hässlich ist. Aber selbst da passt eine Menge rein. Zerstöre die Wurmnester, um die Königin zu locken. Eine Wurmkönigin. Du willst nur deinen Wurm da mal vergleichen mit wahrscheinlich. Wurm. Ich weiß doch vorher schon, dass sie kleiner ist. Sie muss erst mal zeigen, wie sie auf ihrem dritten Bein steht. Hier ist eine Kiste. Das war das Wurmnest, wo wir waren. Da oben ist noch eine Münze. Falls du die noch nicht hast. Nö. Ich weiß ja, Stripe sieht immer mehr. Hallo Baratu, hallo Pascal, Grüße an das Volk. Weißt du, wer das schreibt? Ach so. Ja. Was wolltest du denn jetzt sagen? Ah, wir können hier hoch, hier kann ich dich schleudern. Musst du dich erst, du musst auf Rot. Ich bin doch farbenblind. Hier ist das dritte Wurm, erst dann kommt die Königin gleich. Hi. Ich hab schon wieder der Blitz getroffen, ey. Ist doch gut. Nee, ist es nicht. Ich mag doch. Ich will nicht immer nur schockiert werden. Ja, aber nix, dann kriegst aber du den Nebenquest, also die Nebenquest-Belohnung, wenn du genug Blitze abkriegst. Nee. Ja, ich bin jetzt ein Biwak. Was, du bist ein Biwak? Ich bin kein Biwak. Kann ich dich aufstellen? Ja. Was, du machst diese Woche den Ghost Recon Raid mit? Arsch. Ach, wir ziehen dich da ganz einfach durch. Die Bosse lernst du auch in 2 Sekunden. Ich hätte eigentlich schon erwartet, ihr legt sie und ich muss sie nur noch looten. So ähnlich. Du musst nur beim letzten Boss mitmachen. Besiege die Wurmkönigin. Und wo ist die? Was bist denn heute so anhänglich? Ich hab dich heute Morgen so lange gekault. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass du jetzt die ganze Zeit bei mir drauf liegen willst. Nee, das ist bestimmt nicht richtig. Da ist ein Tor. Also Fährmann-Münzentor? Ne, stimmt gar nicht. Trickschlüsseltor. Okay. Was wir da wohl gleich drin sehen werden. Eine angenehme und entspannte Jump'n'Run-Passage. Fort ausgeburt! Die einlädt zur Freude. Hals. Und wundervolle, erquickende Dialoge. Möchtest du den Schaman mittöten? Möchtest du dich erstmal die Tür aufmachen? Jetzt habe ich den Schaman schon anvisiert. Ob du den Schaman anvisiert hast? Ja, er stirbt auch schon. Hey, ich will dich finishen. Das war der letzte von ihnen. Die Barriere ist zerstört. Dun, dun, dun.
Ja, und hier ist die Karte vom Gebiet. Hier oben ist wieder ein Elektroschocker. Wollen wir nicht erstmal in den Trickschlüsselraum gehen? Ja, wir gehen erstmal in den Trickschlüsselraum, damit du glücklich bist. Dein Urteil fällt! Echt, ey, ess doch mal ein Snickers. Hab keinen Star. Ich hab nur Twix. Ja, damit wirst du immer zur Diva. Ich glaube, diese Kammer hat nichts mit Blitzen zu tun. Wie kommst du nur darauf? Was zum... Hä, wieso kann ich da nicht drauf landen? Weil du fett bist. Sagt der Buttergolem. So, 25 Mal getroffen, jetzt kann ich aufhören damit. Aus hier. Es fehlt noch eine Kiste irgendwie. So, hier an der Seite wirst du nicht getroffen. Siehst du das mit der Kiste? Nee. Auf der Karte kannst du sie sehen. Da soll es doch eine Objekttruhe geben. Ja. Oh. Aber wo ist die? Das wüsste ich auch gern. Oder ist das hier unten? Nee. Nee, glaube ich nicht. Hilfe! Tschüss. Oder die gibt's nicht, weil wir die das schon woanders eingesetzt haben. Ich weiß nicht, wie es gehandhabt ist. Ne, hier ist auch nichts. Warte mal, da ist die Münze. Karte. Ich glaube, diese Truhe sollte da auf dem mittleren Pfosten stehen hier. Sollte, tut sie aber nicht. Aber was anderes kann ich mir dazu jetzt nicht erklären. Vielleicht sollten wir hier rausgehen, bevor wir komplett tot sind. Bitte. Ich gehe schon mal vor. Ich gehe auch raus. Komisch. Keine Truhe für deine Competition. Ja, mein Gott. Hier ist so eine Seelentruhe. Da unten, genau südlich von hier, ist eigentlich noch ein Zornstein. Hier links sollte ein Trickschlüssel sein. Ach so, hier links das Ding. Da ist auch so ein Elektro drin. Ich denke mal, da musst du wieder irgend so ein Rätsel machen. Okay, dann gehen wir erstmal nach rechts. Hier rechts ist. Gott. Sag mir nicht, ich muss durch solche engen Dinger. Ich wollte das jetzt nicht so ausdrücken, weil ich genau weiß, du würdest es mir eh im Munde umdrehen. Okay, da ist nichts. Ah, da ist es. Ah, hier ist noch eins.
Vor nur Kraft, keine Technik. Du Hexer. Ja, ich bin Geralt von Riva. Du zu kleinen Penis für Geralt von Riva. Manchmal frage ich mich, wie dumm bist du eigentlich? Wo muss ich denn hier hin? LOL. So weit hinter? Ob du deine Nuss nicht kontrollieren kannst. Bring mich nicht zum Lachen, bitte. Fuck! Bin an der Kante hängen geblieben. Da geht sie dahin, die Spastenkugel. Ja, wolltest jetzt sagen, was denn du Spast? Nein, ich will mir dieses Wort abgewöhnen. Ich sag das viel zu oft. Man sieht deine Prioritäten. Ach, drei Kreaturenkerne. So, da hinten ist ja das Siegelding. Eine Münze. Ein Tal des Regens. Und ziemlich viele Mongos. Ja, aber nur kleine Mongos. Aber es sind Mongos. Das ist ein Ende. Ja, hier ist der Stein. Ah, hier kommt noch einer. Ja, du machst das schon. Ja, ich bestrahle sie ein bisschen mit Chemo. Die passive Regeneration brauche ich ja nicht. Ach, scheiße. Ich habe schon wieder was für Strife gekauft, weil ich nicht brauche. Naja. Direkt hier drüber. Dann müssen wir aber irgendwie auf diese höhere Anhöhe kommen. Wir haben noch nicht genug gefunden. Hallo zusammen, wie viel habe ich verpasst? Drei Bossfights. Ja. Das Tempo der Bossfights hat ein bisschen angezogen. Aber die Königin haben wir ja noch nicht umgelegt. Nee, haben wir nicht. Die muss auch noch irgendwo sein. Ach, das war... Hat sie irgendwo noch ein zweites Portal gesehen mal? Nee, ich hatte keins gesehen. Weil wir müssen irgendwie schaffen, dass wir hier höher kommen. Weil da oben ist ein Zornstein... Und eigentlich noch ein Gespräch.
Deshalb, ich glaube, das Schleudern hier hat gar nichts damit zu tun, dass wir da hochkommen. Sondern du musst, glaube ich, genau in die andere Richtung. Oder was siehst du? Ah, ja, hier ist ein Haken. Fuck. Da ist ein Haken oben. Dann komme ich wahrscheinlich durch das Portal dann dahin, wo du hinkommst. Genau. So. Also was hat man bis jetzt verpasst? Wir sind in Eden. Eden soll geflutet werden. Irgendwie krieg ich den, muss ich den Sprung dahinter besser hinkriegen. Haben Krieger der Engel vernichtet. Aber es kommt alles auch auf YouTube, also kein Ding. Ja, hier ist das andere Portal. Treten Sie bitte ein. So, das ist schon mal die Fermamünze und links rüber müsste dann... Nein, nicht rausgehen. Ja. Nein. Fuck. Nur wie soll man da hochkommen? Hilfe, ich häng fest. Schon wieder. Oder muss man dafür den benutzen? Ja. Wen muss man dafür benutzen? Da unten den. Den blauen Sprungbolle da. Scheiße. Na, ich denke mal schon, dass der dafür da ist. Ansonsten sehe ich nichts. Wow, ja. Ich denke auch. Fuck. Yep. Nein, du kleiner. Okay, ich muss warten. Bis ich so kurz davor bin. Hast du gerade A gesagt? Was willst du den Trick wissen? Ah nein, bleib weg, nicht in reingehen. Denn umso länger ich das mache, umso höher komme ich. Ja, ich komme hier eh nicht raus. Ich sterbe jetzt eh gleich wieder. Portal-Trick. Ach scheiße, das war schon das Maximum. Ich krieg's. Nee, so, ich sag mal, es geht schon. Und jetzt? Verdammte Hacke. Denkst du? Nee, ich glaube, das ist zu kurz. Also wenn ich den Sprung hier rüber mache. Oder ich muss von da aus dann auf das Ding da unten. Na komm. Dumm. Dumm. Nee, sonst. Fick dich. Immer wenn es um Zentimeter ankommt. Alter. Ah, Moment mal. Vielleicht kann man da auch hochklettern an der Seite. Ist da südlich so ein kleiner Ab... Ja, ich seh's. Ich seh's. Dass man gar nicht den Schwung nehmen muss, sondern... Brauchst du die Sprungpassage eigentlich, um rüber zu kommen? Also müsste es eigentlich gehen. Ich bin gestorben, weil ich festgehangen habe. Ach, ist das schön.
Ist an der hinteren Seite der Plattform nicht eine Ranke, wo man draufstehen kann? Mal gucken. An der Seite? Ja, aber da kommt man doch nicht hin. Ich hänge schon wieder fest. Ja, ich auch. Verflucht seid ihr, Spieleentwickler. Ich fühle mich auch richtig getrollt gerade. Okay. Wenn man aus dem Portal kommt, war südlich von dem Teil so ein Greifteil. Also es ist unter dem Ding so ein Greifteil. Ach, das ist ja, so Greifteil. So bist du hier hochgekommen, ne? Von dem Eingreifer, dann unter den Greifer des Astes und dann auf diese blaue Kugel. Deshalb. Aber kriegst nicht genug Schwung, um auf das andere, auf das Teil hier zu kommen. Jetzt hänge ich wieder fest. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass du hier drin festhängst. Aber es gibt keinen, glaube ich, keinen höheren Punkt, wo wir hingehen könnten. Das ist schon der höchste Punkt des Levels. Ja, ich sehe aber auch diese gerade Kante, wo du dich eigentlich festhalten könntest. Theoretisch. Streamst du heute noch MechWarrior 5? Ich glaube, das werde ich heute leider nicht mehr schaffen, weil es ist auch noch nichts gekommen von denen. Und heute Abend bin ich weg. Das kann es doch nicht sein. Irgendwie musst du da noch hochkommen. Tja, haben die nur für Asiaten gemacht, nicht für Europäer. Kann man die Rank nicht anzünden? Mit meiner Fackel. Ich vermute, die Lösung ist bestimmt so irre einfach. Natürlich, wie immer. Wir sind halt nur behindert. Ja, tausendmal probiert und tausendmal nichts passiert. Oh Gott. Boah, es kann doch nicht sein, da umst du auch noch einen Dialog so gesehen für uns, ey. Das ist doch ja einfach nur beschiss. Es kann doch nicht sein, dass das so schwer ist, da hochzukommen. Aua. Ich hab's gehört. Ich hab's richtig gehört. Nein, ich möchte nicht wechseln. Moin, Rosiel.
Ich bin oben. Ich hab's geschafft. Wie hast du es geschafft? Das war ein Fehler. Ich glaube, während ich hochgeschleudert wurde, habe ich da nochmal einen Doppelsprung gemacht. Wo denn hochgeschleudert? Na, an der blauen Kugel. Also die blaue Kugel ist der Punkt. Ich bin auf die blaue Kugel raufgesprungen, wurde hochgeschleudert und als ich dann oben war, habe ich dann praktisch diesen Gleitsprung gemacht. Also hat er seine Flügel gezogen. Ja, aber du hast ja doppelt gesprungen dann nochmal irgendwie. Also ich komme nochmal runter. Moment, ich komme jetzt nochmal hoch. Ich war jetzt gerade ein bisschen Gegner verprügelt, weil ich dachte... Frust. Ich dachte, vielleicht finde ich ja die Käferbruchmutter und die tötet mich dann, um mein Leiden zu beenden. Du kannst dich doch einfach in dein Schwert stürzen. Ich kann mich nicht selbst verletzen. Mein richtiges Problem ist, ich glaube, ich finde gerade nichts zurück. Ja, gerade hier in dem Abschnitt. Ach ja. Geh weg! Aber das ist wirklich echt knifflig, muss ich sagen. Das ist wirklich verdammt knifflig. Moment, ich bin hier ganz in der Seite an der Truhe. Moment. Ah, Moment. Wait. Runter. Ja. Okay, ich habe es erst das zweite Mal geschafft. Also du gehst ohne Flügel runter, dann wirst du ja hochgeschleudert und wenn du dann deine Flügel irgendwie ziehst, gehst du ja nochmal ein Stück höher und so gleitest du dann runter. Warte mal, wo bist du denn? Keine Ahnung. Ich komme zu dir. Und am Ende finden wir beide den Weg nicht mehr zurück. Geh mal runter, Hund. Ich muss jetzt gerade suchen, wo ich bin. Ach, da bist du. Ja. Okay, mitkommen. Au. Ihr schöne Leute. Ob du gerade von Gegnern getötet wurdest, fast. Ja. Genau hier. Ah, hier war das, ja. So. Alter. Fast. Mann! Fast. Okay, also. Jetzt nochmal. Fuck. Der berühmte Vorführeffekt. Also du musst eigentlich hochgeschleudert werden. Und genau so. Also das war schon richtig, wie du es gemacht hast. Aber das ist halt irgendwie echt eine scheiß Timing-Sache. Ich glaube, es wird eine komplette Folge, wo man nur sieht, wie wir es probieren. Nee, das macht er so nicht. Muss ich dann trotzdem mit dem Flügel runtergleiten? Willst du dafür nicht auch ein Tutorial machen? Klar. Auf Englisch. Moment. Laborator. Musst du mal eben da oben stehen bleiben, dann noch Duisburg fahren und dann das hier machen kurz. Und dann wieder nach Hause fahren. Genau. Sagen so, erstens, es klingelt an der Tür, du rübst mich an, sagst hier mitkommen. Ich bin drauf. Gut. Ich hab's jetzt gerallt. Nee, da kannst du den Doppelsprung nicht mehr machen. Du springst erstmal nach ganz unten, machst die auf und du darfst nur einmal springen, weil den Doppelsprung kannst du nur einmal einsetzen.
Deshalb musst du ganz normal drauf hüpfen. Und jetzt kannst du den Doppelsprung einmal machen. Du musst den Doppelsprung nach oben machen. Ja, halt doch. Und nicht zur Seite. Ich hab das selber auch schon zweimal geschafft jetzt. Hat keiner gesehen im Stream. Nicht gesehen, nicht passiert. Oh, ficken! Ist es jetzt... Okay. Ich fick irgendwas anderes. Chat sagt auch, pick or didn't happen. Das sieht gut aus. Yeah! So. Angucken. Ist es wirklich so schlimm, Dagon diesen Ort zu überlassen? Hier gibt es doch nichts mehr. Der Rat wird Eden nicht den Dämonen überlassen. Auch nicht als Ruine. Und da hinten siehst du übrigens den Gesundheitsstein, der uns noch fehlt. So oder so können wir unsere Tat nicht ungeschehen machen. Die Vergangenheit ist abgehakt, Bruder. Jetzt schmieden wir unsere eigene Zukunft. Eden ist verloren, doch lass es eine Mahnung sein. Eine Mahnung wofür? Unser Scheitern? Wie weit wir gekommen sind, was wir alles noch erreichen werden. Du fragst wieso? Die Antwort ist einfach. Wir müssen uns einfach bessern. Also für einen so großen, harten Kerl hast du echt tiefe Einsichten drauf. Aber ich glaube, an den Gesundheitsstein kommen wir erst, wenn wir in diesem oberen Abschnitt waren. Ganz links ist auch noch irgendwie eine Objekttruhe. Eine epische Truhe. Er fällt da runter wie ein nasser Sack. Weil ich's kann. Ach so. Hier ist eine versteckte Truhe. Hier ist eine Fallentruhe eher. Hier ist ein Kreaturenkern. Aber ich komme mal zu dir. Ich sehe schon, du hast da Spaß. Alles gut. Ich strahle hier mal ein bisschen rum. Ist halt nur doof, dass ich in der Mahlstromhöhle halt einmal eine Heiltränke verbraucht habe. Hirnloses Tier! Und die Brutmutter von den Käfern haben wir auch nicht gefunden. Noch nicht. Ja, als letzter kommen wir als erster Truhe aufmachen, das haben wir gern. Ja, so warst du doch auch. Nix da. So, das war die Truhe da oben. Hier geht's ein bisschen aufwärts. Ach, guck mal, Käfer. Ein Nest. Da ist sie. Käferkönigin. Immudi. Beide direkt im Hundform. Thank you.
Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Ich hab's krass gesehen, Junge. Ich hab dir ordentlich einen weggesnackt. Das ist richtig gefrühstückt. Hast du gegönnt, sagst du? Sollst du dir dann ETFO auch? Wer, du dir? Nein, du uns. Also jedem deiner Zuschauer einmal ETFO. Auf deine Kosten natürlich. Oh, hört sich ja legitim an. Das ist vollkommen legitim. So, wie das richtig ist, das genau diese Anhöhe jetzt. Und du meinst, den Gesundheitsstand gesehen zu haben? Ah. Ich glaube, das war schon mal gewollt, dass man da auf das Stück drauf kann. Oh nee, das ist der falsche Weg. Nee, das ist... Scheiße, ich hänge hinter Bäumen fest. Ja, dann stirb. Ich weiß nicht, ob das Spiel mich sterben lässt. Jetzt. So, da ging es ja zur Kiste runter. Warte mal. Der Gesundheitsstein ist, ist über dem Beschwörungsstein. Ja, genau, aber der ist halt höher. Der Beschwörungsstein ist bedeutend niedriger. Von seiner Position her. Da ist die Münze. Oh, hab ich die übersehen. Oh wow, ich habe mal einen perfekten Block gemacht beim Gegner. Hast du das Achievement dafür bekommen, Edward? Nö, ich habe aber gesehen, dass ich perfekt geblockt habe. Oh, du bist so ein König. Durch eine grafische Visualisierung. Von deiner RTX 2080 Super. Also er hat sofort RTX dazu geschaltet. Mit deinem berühmten Raytracing. Ja. Oder Raytracking oder wie es auch immer heißt. Er hat meine Seele mehrfach gespiegelt in mir selbst. Okay, also. So, hier ist noch eine Fährmann-Münze, die ich noch nicht habe. Da komme ich sogar ran. Ja, bist du auch noch nicht. Okay, die steht genau hier. Okay, das ist nur Deko. Warum muss ich immer festhängen? Was fällt dir ein, in derselben Stelle festzuhängen wie ich? Ja. Jetzt muss ich halt warten, bis ich sterbe. Ah. Übrigens, hier ist ein Elektroding. Dann gehen wir doch mal dorthin. Hier kann ich nichts machen, das ist dein Ding. Mein Ding. Ob du Feinde angelockt hast. Deine Verderbnis. Ob du vielleicht mal kämpfen solltest. Au. Empfange dein Urteil. Tschüss. Oh, noch mehr. Jetzt reicht's. Ja, ich habe auch genug gesammelt. Nur noch Dunkelheit.
Aber vor lauter Visualisierung hat man nichts mehr gesehen. Zu viel RTX auf einmal. Was das Spiel übrigens nicht unterstützt, bevor Leute was Falsches denken. Naturschuss. Feuert eine Kugel ab, der Gesundheitskugeln erzeugen kann, wenn Gegner getroffen werden. Super Serie. Schüsse laden Gegner ebenfalls mit Naturenergie auf. Aufgeladene Gegner können Gesundheitskugeln erzeugen, wenn sie getroffen werden. Und bei Tod Gesundheitskugeln hinterlassen. Cool. Warum kann ich nochmal mit der Truhe interagieren? Ah ne, stimmt gar nicht. Das ist die das ist ein Gesundheitstrank davor. Weil du besonders bist. Ja. Gut, dann habe ich ja jetzt alle Schüsse, glaube ich, voll. Yep, habe ich. Bis auf die eine. Mir fehlen nur zwei Fähigkeiten, die kann ich aber bei dem Typen kaufen. Bei Bulgrim. Na, hängst du fest? Ja. Du bist Noob, sagst du? Ja. Fühlst du dich mächtig? Mächtig behindert. Wir dürfen nicht so viel sagen. Nee, also lass uns doch für ich glaube lass uns doch ab sofort anstatt behindert bist du belastet sagen. Bist du belastet? Überlastet. Ich find, das ist eine freundlichere Version. Ich glaube, wir sollten zum Siegel gehen. Ich glaube, diese zwei Sachen da, da wir irgendwie jetzt kein großartigen Nerv zu gucken, wie wir da hinkommen. Ja. Es gibt jetzt zwar noch irgendwie eine Münze. Diese Höhle ist voller dunkler Magie. Dunkles Magie? Ja. Ist die Höhle der Würze. Nur so ein Gefühl, aber der Hässliche da ist wohl unser Sturmrufer. Törichter Dämon! Wir sind der Sturm! Gott, ich liebe es, wenn du das machst. Der hat mich gewonnen, spottet. Ob ich schon wieder festhänge? Einfach nur überleben. Ich bin gerade nicht sicher, ob wir irgendwas mit diesen Sturmdingern interagieren müssen an der Seite. Ja, die sind ja weg. Ja, ich meine, wenn sie gerade kommen. Die hat kommen gesagt. Wow, ich komme nicht rein. Das heißt, wenn du einmal während des Kampfes stirbst. Ja, so wie ich jetzt. Ja. Ich hänge hier ein bisschen draußen rum, wenn das für dich in Ordnung ist. Schon okay. Immerhin 50%. Man kann nur zu zweit diese Barriere betreten. Nur so ein Gefühl, aber der Hässliche, ich kann mich nicht bewegen. Ist wohl unser Sturmrufer. Ich bin schon wieder tot. Törichter Dämon. Jetzt kann ich mich erst bewegen. Wolltest du mich verarschen? Der Sturm. Gott, ich liebe es, wenn du das machst. Ich bin tot. Ich stehe, liegt da in der Mitte. Alter, du Nachbar. Ganz schön viel Schaden. Ist das so gut, was ich hier mache? Ja, ja, du machst Schaden auf ihn. Ich warte dann hier draußen, bis du stirbst. Ja, bis ich sterbe. Oder bis Ende ist. Der Regen hat aufgehört. Wir sind hier fertig.
Kapitel werden gerade irgendwie gefühlt auch immer kürzer im Vergleich zu den ersten. Ja. Obwohl, es hat jetzt länger gedauert, weil wir halt noch so viel gesucht haben. Aber wir hätten nach 30 Minuten, glaube ich, schon durch das Portal-Ding gehen können. Neue Gegenstände bei Wulgrim. Dann gehen wir doch mal gucken, was der... Das sind Fragmente nur für dich. Voller Zornstein. Gesundheitszusatz. Chance, einen Blitz abzufeuern. Kerne. Ich sehe überall Kerne. Das sparen wir uns jetzt ein bisschen. Für schlechte Zeiten. Naja, das letzte Zorn-Upgrade kostet 5000 und so viel habe ich nicht mehr. Armer Schlucker. Der Sturmrufer ist keine Bedrohung mehr. Hast du das Portal versiegelt? Wie versprochen, Reiter. Ihr zweifelt an meinem Können? Nein, nur meistens. Da wäre noch immer Dagon selbst. Mit dem Tod seiner Priester habt ihr ihn schwer getroffen. Schlagt jetzt zu, quetscht ihn aus und erledigt ihn. Dagon wird für seinen Anteil an all dem büßen. Und Lucifer... Ich liebe deine bedrohlich unvollendeten Sätze. Wann immer ihr bereit seid, Reiter. Sehr schön. Mal eben gucken. Oh. Bewegungstempo erhöhen. Und du hast nur eins. Ich guck grad, welche anderen Bosssteine ich reinmachen kann. Angriffskraft erhöht, ja, das ist cool. Halt, nee. Amon. Oh, vielleicht sollte ich mal die ganzen Quests abgeben. Junge, hast du viele Quests offen. Hab's schon länger nicht mehr gemacht. Okay, also ich bin abreisefertig. Ja, ja, ja. Aber erstmal mache ich Aufnahmebreak. Wissenseintrag?
hat er bestimmt über 700 Kampfkraft. Ja, 704.